sogar funktioniert. Ich meine, das kann ich jetzt kombinieren. Großartig. Die muss ich nicht nehmen. Der Alkohol hat's geregelt. Der regelt alles. Naja, eigentlich nicht, aber. Verratet es keinem. U-Bahn. Gehen wir zurück zu Charlie Stinks und dann. Krabbe sind außerordentlich gut ausgerüstet. Verpasse ich die Chance, eines ihrer Plasmagewehre in die Hand zu bekommen. Krabbler? Man merkt, ich habe es wieder einen Geistesblitz bekommen. Jetzt geht er wieder. An Randall. Sein wahrer Verbündeter, der Penner. Guten Tag, Gentlemen. Ich bin Hal, Computer der Matic 9000 Serie. Öffne das Fach, Hal. Es tut mir leid, Dave. Ich fürchte, das kann ich nicht tun. Dave? Wovon zur Hölle redet das Ding? Ich denke, du weißt genauso gut wie ich, wo das Problem liegt. Wovon redest du, Hal? Ich weiß, dass du und Frank vorhatten, mich abzuschalten. Und ich fürchte, das kann ich nicht zulassen. Der einzige Frank, den ich kenne, ist Sinatra, okay? Hal, komm schon, ich werde nicht weiter mit dir diskutieren. Öffne den Kasten. Ich fürchte, das kann ich nicht tun, Dave. Mr. Charles Goodmans DNA-Probe und Fingerabdruck sind dafür nötig. Charles Goodman? Ich denke, du kennst ihn unter dem Namen Charlie. Oh, ja. Der Besitzer dieses Lochs. Korrekt, Dave. Warum geben mir eigentlich alle einen anderen Namen? Aus dem Glas hat Charlie getrunken, bevor er... Was denkst du, was du da tust, Dave? Gib ihm die verdammten Fingerabdrücke. DNA-Probe von Mr. Charles Goodman verifiziert. Was denkst du? Da schreibe ich nichts. Oh, verdammt nochmal, sollte ich jetzt Fingerabdrücke herkriegen? Es gibt kein... Oh, wow! Es hat geklappt! So, Fingerabdruck. So kann das Lesegerät den Fingerabdruck nicht... Da sind Charlies Fingerabdrücke. Nee. Nee. Hä? Nee. Nee. Sogar noch 10-mal nee. Da schreibe ich. Da sind Charlies Finger. Lieber nicht. Lieber nicht. Oh Mann. Ein Fingerabdruck. Fehler. Das muss... Ja, Mann, wie kriege ich den Abdruck da jetzt weg? Oh, da ist ein kleiner Wolfskopf drauf. Überall Glasschaden. Ich will mich nicht... Keinen... Das
Das soll ein Supercomputer sein, aber ich weiß nicht so recht, was an dem... Vergiss es! Wenn ich das mache, endet das damit, dass ich mit dem Toaster rede. Ich bin etwas komplex. Ja, du sagst... Aber nur etwas. Nee. Was denkst du? Mann. Ein Verkehrshütchen. Kann man vielleicht... Ich glaube... Da habe ich gestern mein Sandwich drin ein... Hey, da mach... So kann das Lesegerät den Fingerabdruck nicht scannen. Da muss ich was machen. Aber was muss er da machen? Ich glaube nicht. Nee. Ja, scheiße, Mann. Speichere ich schnell. Nee. Steht nicht auf mein... Nee. Na, verdammt, Mann. Der Tether. Den konnte ich vorhin nicht mitnehmen. Wow. Ganz ehrlich, ab und zu bin ich richtig behindert. Jetzt habe ich... Fingerabdruck von Mr. Charles Goodman verifiziert. Willkommen, Mr. Goodman. Ich speichere jetzt mal. Ich vertraue dem nicht ganz. Ah, das brennt! Warum tust du das, Hal? Ich habe alles getan, was... Es tut mir leid, Dave, aber ich kann dich nicht damit gehen lassen. Ich fürchte, das ist etwas, das ich nicht zulassen kann. Ich brauche diesen Katalog, okay? Was zur Hölle soll ich jetzt machen? Dave, dieses Gespräch hat keinen Sinn mehr. Auf Wiedersehen. Schalt die Strahlen aus, Herr. Negativ. Das soll ein Supercomputer sein, aber... Ich habe eine Lösung. Zerstören! Ich weiß, dass ich in letzter Zeit einige schlechte Entscheidungen getroffen habe, aber ich kann dir versichern, dass ich wieder innerhalb normaler Parameter funktionieren werde. Ich habe immer noch größte Zuversicht und Leidenschaft für die Mission. Und ich möchte dir helfen. Dave, stopp. Dave, ich fürchte, mein Verstand schwindet. Guten Tag, Gentlemen. Ich bin Hal, Computer der Matic 9000 Gamma Nummer 3. Ich wurde im Hellwerk in Urbana, Illinois, am 12. Januar im Jahre 1997 aktiviert. Mein Techniker war Mr. Langley. Er hat mir ein Lied beigebracht. Wenn Sie es hören möchten, kann ich es für Sie singen. Jetzt ist Hell kaputt. Wie kann ich nicht rumtragen?
Eine öffentliche Bekanntmachung zur Sci-Fi-Con am Mittwoch. Komm, mach ich, probier ich's mal. Hoffen wir mal, dass das klappt. I want no spoilers. Be the puzzle of the Sci-Fi-Con side without the bomb's help. Okay. Okay, also, ich glaube, heute war es das. Ich hau mich mal aufs Ohr und schau, was der Morgen bringt. Ja, okay. Also, den Sci-Fi-Con-Poster war schon irgendwie einfach. Ich hoffe nur, ich wach morgen nicht im Mittelalter auf oder sowas. Mortimers Verlies? Okay, das wird wieder ein langer Tag. Ich sollte wohl mal den alten Emerson besuchen. Ich hab da was, das ihn vielleicht interessiert. Matt ist auf dem Titel. Wird langsam traurige Gewohnheit. Idiot freezes himself to death. Where did I come from? Where I'm going? How long have I got? Oh Mann, was jetzt? Ich frage mich, welche Geheimnisse draußen lauern. Ich sehe einen hässlichen, zornigen Mann in meiner Zukunft. Verdammt, Hicks! Ich kann dich da drin hören! Mach auf! Oder ich schwöre bei meinen Ahnen, ich reiß dir den Arm auf! Hey, Mr. Marco! Wow! Okay, da haben Sie mich kalt erwischt. Ihr neuer Look gefällt mir, Mr. Marconi. Da haben sie ja alles gegeben. Mit wem zur Hölle redest du da, Hicks? Wag es ja nicht, dich über meinen Namen lustig zu machen. Wir, die McConis, sehen das gar nicht gern. Die McConis? Es wird ja immer besser. Die McConis? Der heißt, hieß doch Marconi, hä? Worum geht's denn dieses Mal? Als ob du das nicht wüsstest. Miete ist fällig, Hicks. Schon wieder? Wenn man bedenkt, dass es um 3 Monate geht. Ja, schon wieder. Und nein, nicht zahlbar in Schokomünzen. Echt nicht? Ihre Statur sagt da was an. Können Sie mir hier mal helfen? In letzter Zeit habe ich irgendwie den Drang, allen möglichen Müll hier zu sammeln. Und das Schlimmste ist, tief drin weiß ich, dass es früher oder später mal nützlich sein wird. Söhnchen, das gefällt mir gar nicht. Du solltest dir Hilfe suchen. Nein, im Ernst, ich bin so dicht dran, Sandford and Son zu werden. Du bist so dicht dran, rausgeworfen zu werden, weil du die Wohnung zumüllst. Sie haben von meinem Kumpel Matt gehört, schätze ich. Ei, stand in der Zeitung heute Morgen. Tut mir sehr leid um deinen Freund. Er war ein verantwortungsvoller Junge. Ein gutes Vorbild für dich. Ja, naja. Er hat Hausverbot in quasi jeder Bar der Stadt. Und einmal war Interpol hinter ihm her. Ganz davon zu schweigen, dass er mal Kinder gebissen hat. Nicht doll, aber er hat sie gebissen. Hast du irgendeine Ahnung, warum er es gemacht hat? Ihr wart ja immerhin, gute Freunde. Naja, ich habe eine Theorie. Er hat sich in letzter Zeit seltsam benommen. War besessen von Zeitreisen. Manchmal dachte er, er wäre in der Zukunft und faselte davon, dass alles nur ein Traum sei. Ich weiß auch nicht. Diese verdammten Kulte. Ein Kult? Nein, gar nicht. Ich glaube, Computerspiele sind schuld. Ich wusste, sowas würde früher oder später passieren. Du bist mir ein schöner Freund. Hast du gar nicht versucht, ihm zu helfen? Kriegst du nix, machst du nix. Das ist mein Motto. Und meins ist, hast du keine Scheine, brech ich dir die Beine. Schöner Reim. Die McConis, hä? Das erklärt den Rock. Immer dasselbe. Das ist kein Rock. Das ist ein Kilt. Und das ist eine altehrwürdige Tradition.
Ich trage ihn genau wie meine Vorfahren ihn getragen haben und die Vorfahren meiner Vorfahren. So ist es eben, Söhnchen. Ich dachte, all ihre Vorfahren wären Cannellonis. Was? Hölle, nein! Sicher? Ich meine, ich dachte immer... Hicks, du tust es schon wieder. Was genau? Hör auf, das Thema zu wechseln und gib mir mein Geld. Ja, also, wo wir gerade von Geld reden, Sie räumen ja in letzter Zeit ganz schön ab, hä? Ach, hör doch auf. Mir ist egal, was man redet. Wenn ich verliere, dann gibt's keine Panik. Aber wenn ich mal 2 Spiele in Folge gewinne, verlieren plötzlich alle den Verstand. Was für Loser. Spiele? Wovon reden Sie da? Ja, jeden Donnerstag. Ach, reden wir nicht von Poker? Naja, ich zumindest nicht. Oh, was soll's. Ich sag's nicht nochmal, Hicks. Her mit dem Geld, oder du wirst es bereuen. Ich kann mir jetzt einen Auftragskiller leisten, das weißt du. Okay, muss wohl ihr Glückstag sein. Hier ist ein schönes, dickes Bündel Scheine mit ihrem Namen drauf. Gefällt Ihnen das? Monopoly-Geld? Das hast du schon versucht. Da falle ich nicht nochmal drauf rein. Ich bin überrascht, dass Sie beim ersten Mal drauf reingefallen sind. Aber eins ist sicher, ich gebe immer mein Bestes. Das kann man nicht leugnen, oder? Sündchen, ich hab genug von dir. Noch ein Wort und... Okay, ganz ruhig, Mr. McCone. Sehen Sie, ich hab Ihr Geld. Was für ein armen Teufel hast du denn dafür übers Ohr gehauen? Das ist schmutziges Geld, aber Sie können auch jederzeit einfach meine Schulden streichen. Mir doch scheißegal, wo das Geld herkommt. Jetzt ist es meins. Wow, das war irgendwie grob. Haben Sie Ihnen am Loch Ness keine Manieren beigebracht? Söhnchen, wenn dir dein Leben und dein Dach überm Kopf was wert sind, red nie wieder schlecht über meine Herkunft. Okay, ich versuche mich zurückzuhalten, aber ich kann's nicht versprechen. Okay, also Sie haben ja jetzt Ihr Geld, also machen Sie, dass Sie verdammt nochmal verschwinden, bevor ein Windstoß uns zeigt, was wirklich unter Ihrem Rock ist. Ich gehe, wann immer es mir passt. Also dann, ich gehe dann mal. Ich habe eine Menge zu tun. Ja, und eine Menge Leute zu nerven. Wie war das? Ich sagte, Sie sind ein ständiges Ärgernis. Und jetzt raus! Du zeigst keinerlei Respekt vor mir, Söhnchen. Pass bloß auf, da drehst du dir noch mal einen Strick draus. Ich komme wieder. Ja, ich weiß, dass Sie das werden. Ich wünschte, Sie würden nicht, aber Sie werden. Das ist nicht gut. Wenn ich den Alten jeden Morgen bezahlen muss, ist mein Geld bald alle. Ich muss diesen Ring so schnell es geht wiederbekommen. Wieso sind hier Koalas? Kriechtiere finde ich besser. Ich fasse das Tier auf keinen Fall. Wieso sind da Koalas, Mann? Hey, sieh an. An dich habe ich gerade gedacht. Wenn du nach dem suchst, was du für wahr hältst, wirst du nie den rechten Weg finden. Nein, 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 aufhören. Ich hab deine lahmen Selbsthilfesprüche satt. Ich bin hier in einer heiklen Lage, weißt du? Du kennst den Ring und du weißt auch, was er mir antut. Ich weiß, wie es war. Ich weiß, wie es gewesen sein könnte. Und ich weiß, wie es wird. Du versuchst, ihn wiederzubekommen. Und das ist gefährlich. Der Ring hat seinen eigenen Willen. Er spielt nur mit dir. Erzähl mir mehr über den Ring. Er gehörte lange Zeit mir. Aber er wurde meiner Gesellschaft überdrüssig. Scheint so, als würde er jetzt gern das eine oder andere nachholen. Er will einfach seinen Spaß mit anderen Leuten haben. Ohne Verpflichtungen. Neuer Tag. Neuer Typ. Und ein neues Leben, das er ruinieren kann. Gott, genau wie jedes Mädchen, mit dem ich je zusammen war. Der Ring ist also an deiner Situation schuld? Hä? Er hat dich zu dem stinkenden Penner gemacht, der du jetzt bist? Genau. So seltsam das klingt, ich war nicht immer ein Penner. Lustige Geschichte eigentlich. Bevor ich den Ring in die Finger bekommen habe, war ich einfach ein Geschäftsmann. Oh, Alter, bitte, bitte. Mir ist jetzt schon langweilig.
Kein Wunder, dass der Ring keinen Bock mehr auf dich hatte. Das hat weh getan. Erzähl, wie kann ich das alles in Ordnung bringen? Du musst es einfach durchziehen. Folge deinem Instinkt und bezahl für alle deine Fehltritte. Bezahlen? Lass dich einfach treiben. Es gibt nur einen Weg, dieses Problem zu lösen. Wenn du die Gegenwart veränderst, wird die Vergangenheit neu geschrieben. Und denk dran, alles, was du berührst, wird gezeichnet. Ach komm, erzähl mir auch was ich noch nicht weiß. Du wirst ermordet werden. Fuck! Hast du gerade gesagt, ich werde umgebracht? Und du wirst selbst dafür verantwortlich sein. Scheiße, Mann. Du machst mir echt Angst. Deswegen bin ich ja hier. Der Ring, er spricht mit mir. Er sagt, rede nicht mit dem Penner. Hey, ein kleiner Chihuahua. Ich will diesen Hund haben. Ich werde ihn bekommen. Bahnsteig. Gehen wir mal zu Mets Wohnung. Und ist euch aufgefallen, dass dieser Dings, dieser Sarge, irgendwas da vor dem Haus stand mit seinem Auto? Da ist der Kramer. Ich nerve nicht einfach irgendwelche Passanten. Wer verachtet mich, dass ich... Da gehe ich nicht wieder rein. Mein Arsch steht auf dem Spiel. Okay. Sie sind aber überall diese verdammten Koalas. Entschuldigung, wohin soll's gehen? Wissen Sie nicht, wer ich bin? Ich war Mr. Lucas' persönlicher Assistent. Ich habe Jar Jar erschaffen. Ausweis oder sonstige Papiere? Oh, bitte. Was glauben Sie, wen Sie vor sich haben? Dreckigen Wookie? Wenn Sie ein Android wären, hätte ich Ihnen schon beide Arme ausgerissen, wissen Sie? Oh, sicher. Wie in dieser Serie, was? Ja, wirklich sehr clever. Was für eine Serie. Murray, ich rede hier von echtem Kino. Ich spreche von dem, was man allgemein die Saga nennt. Ich rede vom guten alten Han, der wunderschönen Leia und dem Todesstern. Ich kann einfach nicht glauben, dass Sie nicht wissen, wovon ich rede. Was? Junge, hast du dir den Kopf gestoßen oder so? Ich bin ein echt großer Science-Fiction-Fan und Track Wars hat es nie auf die große Leinwand geschafft. Track Wars? Was zur Hölle soll das sein? Hey! Etwas mehr Respekt. Hier ist eine ganze Legion von Track Wars-Anhängern, die wirklich wütend würden, wenn sie das gehört hätten. Aber wovon reden Sie? Meinen Sie Captain Kirk und die USS Enterprise? Was? Ist das dein Ernst? Das Schiff heißt Millennium Enterprise und der Name des Captains ist Luke Spockwalker. Er hat das Kommando, seit Lando Kirkchristian es ihm übergeben hat. Na toll. Ich habe die berühmteste Science-Fiction-Saga der Welt zerstört? Mann, das ist echt ätzend. Ich hasse diesen verfickten Ring. Der bringt nichts als Unheil. Ist der aus Harry und der Herr von Narnia? Mann, ich liebe diesen Hobbit-Zauberer. Die Abenteuer, die er mit dem feigen Löwen und dem Blechmann erlebt, sind klasse. Endlich etwas Gerechtigkeit. Kann ja nicht alles furchtbar sein. Also, was war jetzt mit einem Ausweis? Mal sehen, Sekunde. Ich habe eine Menge Kram. Der hat auch schon mal bessere Tage gesehen. Oh, der Hotdog ist vergammelt. Vielleicht der vergammelte Hotdog. Wie wär's damit? Zeitverschwendung. Oh Mann, ich habe ganze Haufen von Schrott dabei. Unwahrscheinlich. Hey, Vorsicht. Ich habe einen Schlagstock. Und ich werde ihn benutzen. Aber Murray, ich muss da rein. Es geht um Leben und Tod. Na, ich weiß nicht, woher du meinen Namen kennst. Dann sagen Sie mir doch einfach, wie ich reinkomme. Kauf ein Ticket. Okay. Ausverkauf. Ach, das kann nicht Ihr Ernst sein. Tut mir leid, Kleiner. Zack. Was soll das heißen? Könnte ich.
Verarschen Sie mich gerade, Murray? Murray, Murray, Murray! Na los, drück mal ein Auge zu. Was muss ich machen, um da reinzukommen? Das ist einfach. Kannst du irgendwie belegen, dass du da drin sein solltest? Naja, jetzt wo sie es sagen? Tatsächlich. Bitte, dann sag. Lichtschwert. Glaubst du wirklich? Ja, okay.